Ich habe hier das neue Citus X FPV-Kit von Beta FPV und das ist alles schön in so einen Koffer eingepackt. In dem Koffer findest du alles zum Fliegen: die Drohne, Fernsteuerung und die Brille. Und das ist der Citus X Quad. Das ist ein 95 mm Whoop. 4.2S Akku und endlich hat Beta FPV eine Kamera, wo der Winkel einstellbar ist. Also zum Üben, zum langsamen Üben, waagerecht und sonst bis zu 40 Grad Winkel, wenn man wirklich schneller fliegen möchte. Eins, was mich ein bisschen stört, dass die sehr leicht verstellbar ist. Das heißt, nach einem Crash kann es schon sein, dass der Winkel sich wieder verstellt hat. Die Kamera ist die neueste Version von Beta FPV, die C04. Die entspricht der Qualität von einer KDX Ant Kamera. Hinten befindet sich ein analoger Sender, 25 bis 400 mW. Die Motoren sind 1103 mit 11.000 kV. Und die Propeller sind die Genfan Propeller 2020, also 2 Zoll Propeller. In dem Set habe ich die aktuelle Lightradio 3 Funke. Diese ist mit einem Express-LRS Sendemodul, der 100 mW sendet. Auf der Funke befindet sich Express-LRS 2.0. Mit dem beiliegenden Kabel kann ich an einen Computer anschließen und einen Flugsimulator fliegen. Die Funke hat 4 Schalter. Der untere ist, um die Motoren einzuschalten. Die nächste ist, um stabilisiert zu fliegen. Dann in 3D, also Horizon. Und der oberste Schalter ist für Profis. Wenn man gut fliegen kann, fliegt man dann in Acro-Modus, also ganz manuell. Hier habe ich einen Schalter oben für den Krötenmodus, also Turtle-Modus, um die Drohne, wenn sie so liegt, wieder beim Gas geben, um 180 Grad zu drehen. Der untere Schalter SD ist unbenutzt. Den kann man individuell für andere Funktionen einstellen. Der interne 2000 mAh Akku kann über USB-Schnittstelle geladen werden. Und hier ist die neue VR03 Brille, die jetzt die Antenne hier außerhalb montiert hat. Und hier oben ist ein Micro-SD-Slot für eine SD-Karte. Und wie man sieht, über den roten Knopf kann man hier Videos aufnehmen. Ich habe hier den Einschaltknopf, USB-Anschluss, um den internen Akku aufzuladen, hier Schalter, um die Kanäle umzuschalten oder die Bänder und S ist für Menü oder beim Langedrücken habe ich den automatischen Suchmodus, um das Videobild zu finden. Die Brille ist aufgebaut wie die VR02 Brille, das heißt, ich habe hier einen Spiegel und hier oben befindet sich das LCD-Display, welches eine Auflösung von 800 x 480 Pixel hat. Ich schalte mal kurz die Drohne an. Die Brille wird über diese Kopfhalterung getragen. Ist recht kompakt. Der einzige Nachteil von der Brille ist, wenn jemand eine Brille trägt, die passen hier nicht direkt rein. Dann bekommt man nur ganz, ganz schmale Brille rein. Also ist für Brillenträger ungeeignet. Aber da die meisten jung anfangen zu fliegen, brauchen die hier keine Brille. Im Zubehörfach findet man das USB-Kabel. Ich habe 4 Akkus dabei. Also nutze ich jeweils 2 Akku-Packs für einen Flug. Das reicht für 10 Minuten Flug. Ich habe ein USB-Ladegerät, den ich an USB-Netzteil anschließen kann. Das Ladegerät kann ich auch als Spannungstester nutzen und kann bis zu 2 Akkus gleichzeitig laden. Ich habe Ersatzpropeller, ein paar Ersatzschrauben. Das ist das komplette Set. Ich finde auch eine recht ausführliche Bedienungsanleitung in Englisch, wo alle Komponenten einzeln detailliert erklärt werden. Der Quad ist aus einem sehr robusten Kunststoff, der leicht elastisch ist. Innen befindet sich ein F4 Flugcontroller mit 12 Ampere ESCs. Auf dem Flugcontroller ist Betaflight 4.31 installiert, mit integrierten Express-LRS-Empfänger mit der Version 2.0. Die Antenne von dem Express-LRS-Empfänger sieht man hier vorne. Hier hinten befindet sich ein Anschlusskabel für den USB-Stecker. Es liegt nämlich so ein kleines Adapter bei. Den stecke ich da rein und so kann ich dann über USB-C mit dem Betaflight-Konfigurator diesen Quad einstellen. Ich kann den Quad
über zum Beispiel hier so einen SpeedyB-Adapter direkt mit meinem Handy verbinden oder Tablet verbinden. Und dann habe ich hier alle Einstellungen von Betaflight. Damit man den Quad auch zu Hause für den Anfänger ruhig fliegen kann, habe ich bei den Einstellungen hier den Winkel von 50 auf 25 geändert. So neigt der Quad dann viel langsamer zur Seite im Angle-Modus, also stabilisierten Modus. Und bei Rates-Einstellungen habe ich die Einstellungen hier so gelassen, aber Expo erhöht. Und die habe ich einfach 30 hinzugefügt. Hier von 10 auf 40. Und hier von 15 auf 45. So ist die Kurve hier viel flacher. Das heißt, wenn ich hier kleine Bewegungen mache, nach rechts, nach links, dann habe ich hier wenig Veränderungen. Und das bedeutet für die Drohne, dass die sich auch viel ruhiger bewegen lässt. Unten habe ich ein Fach für zwei 1S-Akkus, die an die BT2.0-Stecker angeschlossen werden. Der Quad ist bereits gebunden, so dass ich direkt losfliegen kann. Einmal hier die Motoren einschalten und schon kann ich losfliegen. Mit den ruhigen Rates-Einstellungen kann man wunderbar in Angle-Mode in der Wohnung fliegen. Draußen fliege ich dann in dem manuellen Modus, in Air-Modus. Hier habe ich auch meine eingestellte flache Rates so gelassen, dass man ein bisschen leichter fliegen kann als Anfänger. Ja, und das mit dem Cetus X klappt ganz gut mit dem Fliegen. Bei einem schönen sonnigen Wetter habe ich ein recht gutes Videobild. Hier kann man sehr gut fliegen. Das Bild ist nicht so scharf wie bei einer richtigen KDX Endkamera, aber schon deutlich besser als die früheren Beta-FPV-Kameras. Ja, mit dem Cetus X kann man recht gut Freestyle fliegen, aber man merkt schon, dass der Propellerschutz da ist und wenn man mit schwachem Akku zu viele Loopings macht, dann bekommt der Cetus doch ordentliche Washouts und fliegt dann aus einer Drehung wackelig raus. An dem Tag war es ein bisschen windig, daher hatte ich das Gefühl gehabt, dass der Quad durch den Propellerschutz ein bisschen wobbelt, also ein bisschen rauf und runter wackelt. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden, also ein sehr schönes Set für die Anfänger. Mit der Leitradio 3 Fernsteuerung hatte ich ein bisschen Probleme, weil die für mich, für meine großen Hände sehr klein ist und ich nicht so genau fliegen konnte wie mit einer großen Funke. Geflogen bin ich aber mit meiner Ishin EV300O FPV Brille, weil ich mit der VR03 Brille von Beta FPV nicht ohne meine Lesebrille fliegen kann. Insgesamt ein schönes Einsteiger-Set, mit dem man längere Zeit Spaß haben kann, weil man sehr gut draußen dank dem großen Propellern, dem großen Whoop und 2S ordentlich Kraft hat für gute Freestyle-Kunststücke. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Beta-FPV-Seite, wo man das Set bestellen kann. Das Set wird per DHL nach Deutschland geliefert, ohne weitere Kosten. Also, viel Spaß beim Fliegen!